ich hatte heute Frühdienst gehabt. Ich arbeite ja im Klinikum für Intensivstationen und habe dann den Kollegen zum Feierabend erzählt, ich muss mich dann beeilen, weil ich gehe zur Demo. Und welche Demo? Ja, Aschaffenburg ist eine Demo, und zwar gegen die Corona-Maßnahmen und gegen die Impfpflicht, die im Haus steht. Und da hatte ich dann gleich Diskussion. Ich grüße jetzt einfach alle Kollegen hier, die zuschauen. Wir sind viele und es werden immer mehr, die sich gegen das System stellen. Eine Impfung für uns und unsere Kinder wird es nicht geben, jedenfalls keine Pflicht. Es soll freiwillig sein. Und wenn ab März die Impfpflicht ist, ist sowieso bei mir vorbei mit dem Arbeiten. Ja, also ich nehme kein Blatt vom Mund, ich sage meine Meinung. Die Intensivstationen sind schon voll, aber es sind nicht Corona-Patienten. Ich habe einen einzigen gefunden jetzt bei mir, der nicht geimpft war. Alle anderen waren geimpft, zweifach und sogar schon dreifach. Und erzählt wird immer genau das Gegenteil. Und das stimmt definitiv nicht. Der Impfstatus ist immer nicht eindeutig zu erlesen und zu erkennen. Mein Problem ist auch Impfung, Nebenwirkungen, die auf Impfung eventuell zurückzuführen sind, werden auch nicht erhoben als Nebenwirkung. Ja, das sind dann eben Symptome, Krankheitssymptome, aber nicht als Nebenwirkung. Das haben wir eigentlich sehr selten. Und das ist, was mich dann auch stört. Man muss nachlesen oder direkt fragen, sind sie geimpft, und dann weiß man, ob die geimpft sind, sonst nicht. Ja. Sind doch recht auffällig viele Patienten, die relativ jung sind für einen Schlaganfall und TIAs und GBS und dieses Guillain-Barré-Syndrom. Das sind relativ junge Leute und meistens, also ich habe es noch gar nicht anders gehört, direkt so ein paar Wochen nach der Impfung, wo es dann losgeht. Ne? Was aber dann nicht, wenn ich dann sage, das könnte eine Nebenwirkung sein. Nee, ist es nicht. Ja. Eine Sinusvenenthrombose, gut, da ist es allgemein bekannt, dass das eine Nebenwirkung ist. Da sagt man dann auch schon mal, das ist eine Nebenwirkung. Aber eben Schlaganfall oder Schwindel, Sehstörungen und GBS, da schiebt man das halt nicht auf die Impfung.
Das ist so, ja. Dann werden natürlich auch keine Nebenwirkungen gemeldet, ne? Bei der Schweinegrippe hatten wir den Auftrag, Nebenwirkungen zu machen, also zu dokumentieren. Und jetzt nichts. Jemand, der geimpft ist, mag das natürlich nicht unbedingt an sich ranlassen, weil es dann erschütternd auch ist für einen selbst. Ne? So, also man versucht immer so ein bisschen, es könnte sicherlich an was anderes liegen. Ne? Mit Argumenten kommen ist schwierig, weil da muss ich den Kollegen auch recht geben. Sie finden ja kaum noch was in YouTube. Die Zeitungen schreiben sowas sowieso nicht. Und in YouTube wird alles gelöscht, was die Wahrheit ist. Politik und Medien, Lügenpropaganda. Also die Ungeimpften werden jetzt getrieben. Meine Kollegen haben zum Beispiel gesagt, ja, wir müssen jetzt die Kinder impfen oder ins Feuer werfen, weil die Ungeimpften sich nicht impfen lassen. Das macht mich sprachlos. Ich als Ungeimpfte, ich bin weder krank, ich war noch nicht einmal positiv gewesen. Ich hatte schon versucht, mich mal zu infizieren mit Corona, aber es klappt einfach nicht. Bei uns sind ja leider sehr viele Kollegen von allen Intensivstationen letztes Jahr und vorletztes Jahr gegangen. Die Klinikleitung hat sich da leider nicht bemüht, die Kollegen zu halten. Wir haben jetzt halt sehr viele Kollegen von den Zeitarbeitsfirmen, ne, die jetzt bei uns eben da aushelfen. Und wenn wir zu wenig sind, werden Betten zugemacht oder die Station abgemeldet, wenn wir keinen mehr aufnehmen können. Ne? Es muss ja immer noch die Versorgung personell gewährleistet sein. Ja. Und das ist manchmal auch schon sehr hart an der Grenze. Ja, ich habe gestern mit einem Gimbal geübt, einen ganz nagelneuen, damit ich heute die Demo aufnehmen kann. Und ich bin so ergriffen, dass wir so viele sind. Toll. Und nächstes Mal sind wir noch mehr. So wird's sein.